Hallo, Juri, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Na klar. Oh, was für ein Kampfgeist. Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Libunkel. Ist nicht gut. Und Geradax im Nachteil. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen, aber ans Verlieren denke ich ja eh nicht. Aber ich wollte schon sagen, viel Schaden dafür, dass er vor keiner Attacke vorher getroffen wurde. Morpeko. Ah, das ist das kleine Fieder. Ist das der Pikachu-Ersatz? Ja. Ich glaube, diese Attacke bringt meine Gefühle gut zum Ausdruck. Na, was meinst du? Au. Jetzt noch? Okay, es ist immer noch Elektro. Ich dachte, da wäre jetzt noch ein anderer Typ dazu. Undicht. Oder Fee. Fee Elektro. Das kann sein. Sollte Waggon das machen. Der Damage ist echt nicht schlecht. Den sie da austeilt. Und wieder nur zweimal. Sag mal, willst du mich verarschen? Ach. Drei, viermal wäre das mal was, ne? Ich glaub's nicht. Das ist aber auch nur so viel mehr, wie mindestens gefordert ist, ja? Jawohl! Sogar zwei Quits, oh! Waggon! Waggon Level 27. Einherjan! Oh, das klingt doch. Oh, 60. Das ist nice. Einherjan erlernt. Zurokex, das kenne ich. Das ist undicht, ne? Bin mir nicht sicher, ich glaube, der Kampftyp ist da schon mit drin. Es wäre irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Darum gehen wir nicht auf. Jawohl.
Elektro- und Thermoport Level 28. Charme? Nein. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Ja! Thermoport entwickelt sich. Nanu? Was passiert denn da? Ich finde, das sieht verdammt cool aus. Inferno-Port. Drei Meter. Wenn es Hitze erzeugt, beträgt seine Temperatur bei 800 Grad Celsius. Es bewegt seinen Körper wie eine Peitsche, um dann den Gegner anzuspringen. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Pecko! Alle sind geheilt. Am nächsten Morgen. Morgen, Yuri. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mithilfe der Infos auf Kabos Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabos Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Ich habe halt die Sorge, dass die Pokémon gespoilert werden, aber das will ich irgendwie nicht. Ich will vollkommen unwissend daran gehen. Oh, und das kannst du auch haben. Als Dank für unseren Kampf gestern. Okay. Kennst du Kabos Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Ich habe mir extra Urlaub genommen, um mir die Arena-Challenge ansehen zu können. Okay, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Cowboy ist echt drauf. Du willst es als Backup hier aufnehmen? Viel Glück. Zeig allen, wo der Hammer hängt. Da bist du ja endlich. Da bist du ja endlich, Yuri. Ich hab mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß jetzt, warum Cabo von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber keine Sorge, Yuri. Ich habe Cabo besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Aber wenn der das hinkriegt. Hast du weiterhin einen Escher? Den Pulver? Ja, Pulver auch. Das ist gut. Hallo Arena-Challenger. Schön, dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Cabo herauszufahren. Und willst du sofort einen Versuch fragen? Ja. Wenn du dich an der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst in deine Uniform schlüpfen. Die Arena-Mission von Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang, bitte. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt jetzt gerade hintereinander wegkommen, aber vielleicht sind es jetzt einfach nur die ersten drei. Oh, Vivi. Bei der Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters Gabu musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt. Wir gegen die kämpfen. Dö, 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 dö.
Geh mal weg. Dein Ernst? Ich kann das auch hier. Geh weg. Endlich. Komm, zwei Treffer wie sonst auch. Sehr schön, das sind zwei Punkte. Ah, Falkleon auch Level 27 jetzt. Und Falkleon ist am Level niedrig, Level niedriger? Ich dachte, ich habe falsch geguckt dann. Dann kommt Falkleon nach vorne. Dich habe ich schon, dann kann ich dich auch einfach besiegen. Du Mistvieh. So, ein Punkt für mich. Vulpix habe ich noch nicht. Oder zählen die dann nicht erst gefangen? Kann sein, dass es einfach nur dann wieder freigelassen ist. Obwohl, ich hatte gerade keinen Pokédex-Eintrag, ne? Ich habe auch schon wieder vergessen, welches neue Pokémon da war. Geh mal weg, Honklet. Lichte war's. Ach, Vulcano, wie niedlich. Geh weg. Ja, ist okay. Oder Quavelle sowieso nicht gegen dich einsetzen. Nämlich Klammergriff. Komm, einmal durchkommen nur. Sehr schön. Drei und drinne. Ah doch, gibt einen Pokédex-Eintrag.
In seiner Jugend hat es 6 hinreißende Schweife. Während es wächst, kommen noch weitere neue Schweife hinzu. Aktualisiert. Nein, nicht ins Team. Ja. Ich verpeile das immer wieder. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Kabus Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena-Challenger. Supertrank. Da. Da. Ich habe eigentlich vor, Fagleon in dem Falle als Joker zu nutzen. Und mit... Oh, warte. Ich habe noch das eine Item. Funktioniert das bei dem? Trainingstasche. Wo habe ich das? Ich hatte das, das der, welches das die... Anzahl der Schläge sozusagen nochmal auf Maximum macht. Das ist normalerweise seit dem Kehrschelle. Was? Nee, das war nicht Kehrschelle, war das von einer TM. Ach, keine Ahnung. Na gut. Der joggt richtig rein. Tipp, 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 tipp. Wenn ich das Symbol gerade richtig deute, hat er auch einen Inferno-Pot. Er ist mir sympathisch. Er weiß, was cool ist. Willkommen. Ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Arena-Leiter Kabu fordert dich heraus. Dann fangen wir mal an. Am besten direkt mal mit einem Felswurf. Und meine Initiative steigt, das ist sehr gut. Ich habe gehofft, dass er Feuerattacken einsetzt, gerade durch diesen Init-Boost. Und genau jetzt haut Waggon richtig hart rein. Ah, das wird wahrscheinlich der Feuerfänger haben. Das machen wir so. Level 25 für Geradax. Das ist doch was Schönes. Arcani! Bedroha. Ist okay. Gehen wir auf Antikraft. Agilität. Ja. Ich bin immer noch schneller.
Schaden nur zweimal. Agilität. Jetzt muss Sakani doch schneller sein, oder? Ja. Ist aber okay. Waggon und Tanowitz Level up. Ja, gehen wir Masse. Inferno-Pot. Na los, Kabu. Such nach einer zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Los geht's. Es wird Zeit für Giga Dynamax im Inferno Pot. Es sieht einfach so cool aus. Die Giga Dynamax Variante, aber das wird dem hart wehtun. Vierfach Schwäche. Ein Sandsturm kommt auf. Wie eine Flamme, die in die Höhe schießt, stecken auch wir uns hohe Ziele. Das sieht alles so cool aus. Das sieht halt aus wie so ein riesiger Drache eigentlich, aber es ist halt ein 1000 Fuß. Keine Ahnung. Einfach nur episch. Sieht das anders aus, weil es eine spezielle Attacke ist? Nee. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Das war das Einfachste. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Wie es scheint, habe ich noch nicht ausgelernt. Und selbst da macht die typischen Schritte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großen Ruhm gelangen werdet. Es war meine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun dem Feuerorden. Ich weiß, was du da tust. Du hast das Gleiche mit dem Pflanzenarena-Leiter getan. Bitte tu mir das nicht an. Nimm einfach deine Hand von meiner weg. Es wird immer ungewöhnlicher. Die schießen so viele Fotos, obwohl wir das die ganze Zeit das Gleiche tun. Wird deine Hand nicht taub? Oh mein Gott. Nein! Achso, hoppla. Er redet weiter. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Jungen Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsene sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Was für ein Kampf, Yuri! Ich war mir zwar sicher, dass du mit dem Waggon gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend! Naja, es war eigentlich
relativ eindeutig. Sehr beeindruckend, Juri. Jetzt hast du also schon den Pflanzenwasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese DM. Bitteschön. Es sieht für mich aus wie ein Franzose. Ihr Licht. Hier ist außerdem eine Nachbietung von Corpus Uniform. Der Schnurrbart hat fast die Form, dass er sich perfekt unter dieser Kugel von seinen Haaren legen könnte. Mit deinem Gönnen brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört. Auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. War voll easy, Alter. Voll easy. Komm, gehen wir, Juri. Der Arena-Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Juri, hopp, meinen Glückwunsch. Reife Leistung gegen Cabo zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alle für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. Erstmal Spargel essen. Das war nicht seine Stimme, aber ich wollte es ungefähr so ähnlich machen. In der Tat. Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Hopp, 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 unser Hopp ist total top. Und Juri ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Ja, ihr bleibt lieber bei den Arena-Leiter-Job. Die Arena-Leiter, die ich ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Juri. Claw City wartet auf uns. Ha, er ist immer so motiviert. Was ein guter Junge. Da hast du uns wieder, Naturzone, stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Juri. Ja, aber ich will erstmal in die Ruine auf der anderen Seite links von mir. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's. Ach, ein neues Kapitel in der Legende von Hoppege. Oh, mir kommt das Kotzen. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Ich nehme die Stimme für ihn. Mit dem auch so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Ha, du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galar-Mine 2 hat Juri kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Juri und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Juri, du kannst ruhig schon mal nach Claw City gehen. Wir sehen uns dort. Okay.
Er wird verlieren, oder? Er wird jämmerlich versagen. Und wo kämpft ihr? Ist das ein Knilz? Nee, es ist ein Pampam. Ich dachte kurz, es wäre ein Knilz. Velosi, Velosi. Gelatino und Schallquap. Fernanda. Driftlam, Potoge. Also es ist ein Pokémon-Nest. Ja, das habe ich natürlich auch als ein solches erkannt. Ich will einfach nur mal gucken. Es gibt ja echt viele Pokémon, das muss man einfach mal sagen. Es ist halt wirklich immer noch der Punkt... Ach komm, haben wir noch ein paar Dynamax-Kämpfe hier? Schluckkraut. Da haben wir noch ein Dynamax-Kraut. Miraplar. Level 13. nein, nein. Okay, du bist sauer, weil ich dich jetzt nicht gefangen habe. Ha? Okay, ich versteh's. Dann wollen wir. Und du bist sogar... Du hast sogar eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Und bist zwei Level höher gekommen. Ah, Respekt. Pokémon. Okay, Pokémon reicht nicht. Was war das? Was war das? Hast du mir gerade was abgesaugt? Ein Eschan! Es ist tot, es ist sowas von. Tja, wenn ich hören will, muss fühlen. Dummes Myraplan. Oh, das ist nur, das ist lediglich ein Samozil. Ja. Oh nein, warte. Ja, ich mach das. Alleine kämpfen. Daraus wird ein Tangolis. Der Tangolis ist auch ein cooles Pokémon. Ich werde dich sowas vom wegkokeln, Alter. Hopp. 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 Matschbombe. Oh, das ist okay. Oh, die sind alle auf mein Level. Ja, dann ist er natürlich One Hit, ne? Ja, fangen wir hier. Ah, oh, sehr schön. Samenbomben. Starke Attacke. Eine starke Attacke. Donner, was? Ist das dieser Käfer aus Ultra, Marbula? 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 Ich glaube, es hieß Marbula. Marbula.
richtig. Ich werde auf Dynamix verzichten, weil es wird drauf gehen. Es wird instant drauf gehen. Ist nur unnötig Zeit. Togepi. So ein geil Dynamax. Togepi hat sicher auch was. So, fangen wir es auch mit dem Pokéball. Mabuna wurde gefangen. Sein großer Kiefer ist stark genug, um selbst dicke Äste zu brechen. Damit treibt es auch seinen natürlichen Feind Micro in die Flucht. Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Das ist ein Miraplas. Miraplas! 10.000 Miraplas! Nee, warte. Ein wildes Knospi, Nein! Oh. Ich hab nicht Lust dafür, eine Internetverbindung herzustellen und dann hopp und dann hopp. Das dauert zu lange. Ja. Du wirst eine ganze... Nein, du wirst nicht wirklich lange überleben. Gegen eine schon... Ist egal. Oh, da haben wir schon wieder was gefangen. Und Pokédex. Es ist schon giftige Pollen, je sauberer das Wasser war, mit dem es gegossen wurde, desto stärker ist der Giftstoff. Was macht aus Wasser Gift? Hm. Myrapla, du nervst. Nervst. Das war ein Pandago. Boah, wie hinterlistig. Okay. Das kann ich erzählen, dass ein Level 8er hier ausbricht. So einfach machen wir das, wenn man nicht fliegen kann. Pokéball werfen. Drinne. Geschafft. Bewegt sich ein dickter Unterirdischwort, pflügt es dabei den Erdboden gleich mit und bereitet so den Anbau von Feldfrüchten vor. Nein, ich will jetzt mal wieder hier mein Sorgenkind nach oben packen. Geradax.
Das machen wir jetzt auch noch. Haben die 300 Watt. Und dann haben wir... Ach so, du bist diese Schildkröte. Ja, ich mach bereit. Kampf beginnen. Ja. Machen wir so. Einfach nur aus reiner Neugierde. Dynamax. Schwarm. Oh, sieht das niedlich aus. Wow. Na komm, deine Dunkel und dann ist hier Ende. Besiegt. Oh, Kaskade. Da war ein Gyarados. Oh, da hinten ist nochmal eine Challenge. Ah, Zutaten. Nee, danke. Wobei. Na komm, ich glaube, das reicht. Ich finde, das sieht schon cool aus. Oh, sind da jetzt die Stärkere? Oh, das sieht nach was Großem aus. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt 300 Watt. Unlicht nur. Oh, das ist ein Zickzack, ja? Ja, das ist ein Zickzack. Aber warum glänzt das? Hat das irgendwas Besonderes hier?
drin. Verstehe nicht warum. Ja, hier nochmal besonderer Stuff oder was? An dem ist nichts Besonderes, oder? Wurde hinterlässig getrickst. Hallo, der Ponytox. Leoparda. Was gibt's hier noch sonst? Sonst noch? Skunkapoo. Ich bin einfach nur gerade so lange drauf, wobei ich so... Es sah auch kurz aus, als würde es glänzen. Achso, das ist so ein. Das ist dieser Kastellit. Skuntank. Okay. Ach, guck mal. Ja, entwickeln wir sowieso bald selbst. Also. Brauchen wir das Empfang? Ich denke mal, dass es nicht mal zu weit sein sollte, bis es sich entwickelt. Oh, wo lagst du? Pion Draghi! Agostella war die Weiterentwicklung. Ah, es ist hier ein WhatsApp. Jawohl! Meistergriff! Pionscorer. Also dort Pionscorer. Was hat er? Ja, alles cool. Noch ein Deponitox. Was haben wir hier? Schmerbe. Oh. Hornmel. Rizzo. Alter. Bitte, hier rennen wilde Rizzeros rum. Dich wollen wir haben. Kupfanti. Level 27. Oi, oi, oi. Ei, ei. 26 KPI. Kam unerwartet.
Oh Gott. Das war noch nicht alles. Alter, das muss einen massigen Angriff haben. Oder ich habe einfach eine scheiß Verteidigung. Alles, beides möglich, aber... Holy moly, tut das weh. Perfekt. Typ Boden? Level 28 für Fleck Leon. Typ Stahl. Dieses Pokémon verfügt über eine Stärke, mit der es problemlos 5 Tonnen stemmen kann. Es nutzt seine Rötzel, um in der Erde zu graben. Okay. Auch ein cooles Pokémon. Also so von Design her finde ich das cool. So als so ein kleiner Elefant. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann so ein neues Mammut herauskommt. Ich hätte Porenta fangen sollen, das eine Mal. Weil da kommt ja. Es gibt ja jetzt Lauchzalot. Oh, es gibt so. Wie entwickelt man den denn? Muss ich dann auf das Switch spielen und das umdrehen? Weil bei dem entwickelt. Der entwickelt sich ja. Eigentlich dadurch, dass du ein Level-Up machst. Und dabei das Gerät auf den Kopf drehst. Warum eine Pokémon-Pension? Jawohl, ein Pokéball, jetzt bin ich glücklich. Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzonenfiliale des Pokémon-Horts. Hier wird genauso physiklich mit deinem Pokémon umgegangen wie in unserer Hauptfiliale auf Route 5. Lisa, möchtest du einige deiner... Nein? Bis bald. Hier kann man sich an einem großen Zell namens Rotom bei dir erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Wenn ich den Pfad aufmutze, lädt sich dein Rotom-Turbo schnell auf. Dafür bräuchte ich aber 1000 Fahrzeug. Jawohl. Kann ich. Ah. 3000 Watt brauche ich, ey. Ja, komm. FM, wohin genau? Zigzags. Dann kann ich doch nochmal direkt zurückfahren oder mal aufbessern. Na, ah, verdammt, ich wollte. Ja, 3000 hier. Ah, Mann! Ich drücke immer zu schnell. Dass die Pokémon nicht aufhalten können. Ich meine, verständlich, aber trotzdem witzig. Relax, da wäre ich nie vorbeigekommen, wenn ich dagegen gefahren wäre. Ein Halleluja. Zack. Zack. Easy.
Ach, Donnerwelle. Okay. Kann ich den ganzen Weg wieder zurückfahren, oder was? Kannst du mich nicht einfach teleportieren? Relaxo. Ui. Ah, Voidi. Oh, auch stehen Alarm. 20 Uhr. Oh, stimmt. Gestern. Ja, weg mit dir. Voidi, weg mit dir. Moment. Achso. Ich dachte kurz, die Schwanzspitze wäre der Kopf. Da haben wir jetzt auch mal einmal so ein Rennen gemacht. Achso. Das ist ein Raffel. Ja, jawohl. Es gibt Weditz Würfinst. Das sind alles Pokémon, die kriegst du normalerweise nur durch Tausch. Wie cool ist das denn bitte? Ich bin irgendwie gerade total neugierig, was mir hier noch alles aufploppen wird. Symbolara, okay. Ah, hier ist wieder eine Eiszone. Hier laufen wahrscheinlich dann der ganze... Yo, Stalos! Smogon, davon gibt es ja auch dann die weitere. Jawohl. Hat ja auch eine Galar-Form. Das gute Smogon. Zorokex. Die Beldra. Das ist Shit, Alter. Potrott. Das ist krass. Mogelbaum. Das fasziniert mich gerade irgendwie extrem. Sind jetzt eigentlich Pokémon, die auch nicht so einfach zu kriegen sind, wie so ein Zwirfins oder ein Stalos, wo du eigentlich extra tauschen musst. Das kriegst du einfach hier. Das heißt, wir könnten es auch irgendwann ein wildes Gengar geben. Das muss ich dann aber fangen, auch wenn es kein neues Pokémon ist, weil Gengar ist mein Lieblings-Pokémon. Sollte ich ein wildes Gengar sehen, das wird safe gefangen. Kommt zwar nicht ins Team, aber es wird auf jeden Fall gefangen. Hier schon die finale Form von denen. Ganz viele Morlocks. Was bist du denn? Marithelit. Wow, es wird extrem stark. Ich kann dich noch nicht fangen.
Aber bekämpfen könnte ich's. Oh, das kommt aus diesem anderen Käfer da. Okay, ich weiß, das ist die Weiterentwicklung von dem anderen. Es gibt den anderen Käfer, der gelbe. Ah, ich weiß welcher. Käferbiss. Tja, bringt nichts. Ich greife mich speziell an. Bis 35 ist leider die Cap, die ich fangen kann. Eieieiei. Ja, wenn wir dann irgendwann übers Wasser können. Aber ist das cool aus? Ist das so ein kleiner Marienkäfer? Bist du in Claw City? Ich dachte kurz, das wäre Machomai. Wobei es mich langsam nicht mehr wundern würde, wenn hier ein Machomai plötzlich auftauchen würde. Bei dem, was ich gerade zu Gesicht bekomme, wäre ich mich mega. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz den Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leute besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Du schon wieder? Wartest du auf Hop? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst verliert, sondern auch den Champ, dem seine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, Sie wollen meine Ohren sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger Bettys. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Ohren besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet.